Hallo Leute, willkommen bei Pharma Life Simulator. Dies ist Teil 2 und eigentlich hatte ich gedacht, eine Folge von diesem etwas merkwürdigen Spiel reicht, aber ihr habt es da mit solcher Begeisterung geguckt, beziehungsweise einfach so viele von euch haben diese erste Folge gesehen und dann dachte ich mir, vielleicht sollte ich doch noch eine zweite, vielleicht auch eine dritte oder vierte Folge machen. Auf jeden Fall schaue ich noch mal, wie es weitergeht. Ja, geschlafen habe ich. Jetzt ist Sonntag 7 Uhr morgens. Das ist ja fürchterlich. Wer steht denn um die Zeit auf am Sonntag? Naja, ein angehender Gärtner, Herr Farmer wohl. So, gucken wir mal, ob die Tomaten inzwischen reif sind. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um den Hunger. Und dass ich hier irgendwie so gar nichts selber kochen kann. Zumindest sieht es nicht so aus. Da müsste man ja eigentlich was reinlegen können, um dann zu essen. Tja. Na, vielleicht kann ich irgendwas zum Mitnehmen kaufen. Wenn ich mal wieder in der Stadt bin. Und ich sollte mir merken, ich sollte auf keinen Fall abends fahren, weil, fällt mir schon schwer genug, überhaupt so ein Ding zu steuern. Wo ist die Kiste? Die Tomaten sind hier anscheinend reif. Oh, jetzt muss ich hier erstmal den Dünger wegräumen. Und dann muss ich meine Kiste suchen. So. Gut. Jetzt ist schon 8. Da muss ich mich ja wirklich beeilen. Aber ich bin ja gestern ziemlich in der Stadt rumgeirrt. Das kann ich bestimmt schneller erledigen. So. Tja, und da muss ich nur eine Kiste finden. Oder hat sich die Kiste aufgelöst, als ich die Tomaten ausgepackt habe? Das wäre natürlich ärgerlich. Denn wahrscheinlich kann ich ohne Kiste nicht ernten. So. So. Gut, Dünger habe ich jetzt schon mal genug. Und jetzt schauen wir mal. Bereit für die Ernte. Ja. Und ich habe tatsächlich keine Kiste. Die haben auch nicht geschrieben, dass ich hier noch eine Kiste kaufen soll. Es gab ja Kisten zu kaufen. Kann ich hier rauf? Naja, ich sollte die Zeit nicht so vertrödeln. Mit Dachklettereien. Sondern Islands in die Stadt fahren. Oder schon in die Stadt, um was zu essen. Fahrwagen. Genau, Fahrwagen. Und dann habt ihr mir gesagt, ich könnte mal versuchen, mit V die Kamera zu wechseln. Jawohl, das ist doch gut. Also, dann dürfte mir das Fahren deutlich leichter fallen. Ja. So. Und ich danke euch auch für die zahlreichen Tipps zum Thema Lenken mit der Tastatur. Und dass es so und so und so ganz einfach sei. Ich glaube nicht, dass das Lenken mit der Tastatur für mich jemals einfach wird. Ich bin einfach nicht sehr geschickt, was diese Steuerungen mit der Tastatur angeht. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich erst sehr spät in meinem Leben mit dem Gamen angefangen habe. Naja, stimmt nicht so ganz. Ich habe auch früher ab und zu gegamed, aber ich bin nie gefahren in Games. Nie. Komischerweise. Und ja,
Und ich lerne solche motorischen Dinge nur sehr langsam. Ich bin ja schon froh, dass ich im LS fahren kann. Leidlich. So. Jetzt parke ich einfach mal hier so mitten auf der Straße. Verkehr scheint hier ja nicht zu sein. Und ich steige aus mit F. Gut, wunderbar. Und renne zum, wie heißt das? Zum, nein, nicht Subway, heißt zum Imbiss, Dingsbums. Ach, ich bin erschöpft, okay. Ja, ist verständlich. Zum Sandwichladen. Die Frage ist, ob man hier auch noch was kaufen kann, was kein Sandwich ist und was man mit nach Hause nehmen kann. Ich meine, da, wie fit? Das gucken wir uns mal an. Jetzt kaufen wir uns erstmal ein Sandwich für den Sofortverzehr. So. So. Jo, Essen kaufen. Sehr gut. Und wenn ich jetzt nochmal Essen kaufe? Vorsicht, du bist nicht hungrig. Okay, gut. Das ist ja ein netter Service. Kann ich hier was zum Mitnehmen kaufen? Nö, leider nicht. Der Typ sitzt hier immer noch mit seinem Notebook. Er hat wohl kein schönes Zuhause. Und jetzt gucken wir mal hier. Da gibt's ja immerhin alles Mögliche. Aber hat wohl zu. Hat sehr zu. Kommt man nicht mal bis zur Tür. Nun gut. Was gibt es da? Mega Sale. Ah ja. Tja, die anderen Restaurants sehen alle so aus, als würde man dort nichts kriegen. Man muss also jeden Tag zum Herrn Sandwich latschen. Ist ja auch keine Ernährungsform auf Dauer. So. Gut. Okay, also der Wendekreis ist nicht sehr klein. So. Aber allein schon hier in dieser Draufsicht fällt mir das Fahren doch deutlich leichter. So. Jetzt ist schon 1 Uhr Mittag. Aber das ist okay. So, ich werde vielleicht auch ein paar andere Sachen kaufen, außer nur Tomaten. Ups. Und vor allem mehrere Kisten. So. Okay. Jo. Schwitz mal mit dem Hesi. Warum haben sie mir beim letzten Mal nicht gesagt, dass ich Kisten brauche? Nun gut. Er guckt so, als wäre er nicht zuständig. Wie viele Kisten kaufe ich denn? Dünger brauche ich diesmal ja eher nicht. Ich glaube, ich kaufe gleich mal 3 Kisten. Kaufen.
So. Und was bauen wir an? Hier vielleicht Äpfel. 45 und die kosten 30. Erstmal kaufen wir. Ah, gut. Muss ich also erstmal die Kisten wegräumen. Dann kaufe ich 3 Kisten. So. Da hinten. Okay. So. Ist ja nicht so teuer, die Kiste. So. Schade, dass man die nicht wiederverwenden kann. Oder vielleicht habe ich meine Kiste nur irgendwo hingebummelt. So. Okay, gut. So, ah, das ist eine andere Kiste. Vielleicht habe ich die Kiste beim Verkaufen mitverkauft. Das würde ja irgendwie Sinn machen. So, machen wir einfach hier nur ein paar Äpfel. So. Die Frage ist, ob da noch eine Kiste reinpasst. Wir probieren das. Dann arbeiten wir uns einfach hier nach. Oh. Wie? Ich brauche mehr, ein höheres Ansehen? Verkaufen mehr Getreide an Gemüseläden? Ich habe gar kein Getreide. Jetzt gucken wir mal hier. Da brauche ich auch höheres Ansehen. Na gut. Dann kaufe ich noch eine Kiste mit Tomaten. So. Und dann brauche ich eigentlich noch eine Kiste, weil ich ja für die aktuelle Ernte... Ich hoffe, das kriege ich hier irgendwie unter. Ja. Gut. Für die aktuelle Ernte brauche ich ja auch eine Kiste. So. Mal gucken, ob ich das so irgendwie da reinkriege. So nicht. So aber. Wunderbar. Und von Ladungssicherung haben die hier, glaube ich, noch nichts gehört. Ich werde schon wieder hungrig. Naja, einmal am Tag. So ein Sandwich essen ist ja nun auch auf Dauer irgendwie erstens zu wenig und ein bisschen einseitig. Aber von den eigenen Tomaten essen ist bestimmt zu teuer. Das ist doch lustig, wie das hier im Wind weht. Die lustige Fuhre. So, also, heimwärts. Ja, 5 p.m., also 5 Uhr nachmittags, müssen wir uns beeilen. Das will ich ja auch noch alles pflanzen. Und ich... Ich muss auch noch Beete kaufen. So. Also die Fahrerei ist immer noch schlimm, aber ja, dank Überblick deutlich besser als vorher. So.
Manchmal sind wir auch für ein paar Sekunden mitten auf der Straße. Also so, wie es sein muss. So. So. Stopp, stopp, stopp. Jetzt stellen wir uns mal so hin. Nein. So. So ist okay. Aussteigen. Zurück, zurück. Ein paar Meter. Ja, das muss reichen. Stopp. Aussteigen. Gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier kaufen können. 500. Ich glaube, wir haben noch so viel. Jawohl. Dann bauen wir jetzt mal ganz fleißig an. Also. Ah, und wir sollten die Stellen erstmal hin. Dann holen wir uns eine Kiste und ernten die Tomaten von gestern. So. Ob die Äpfel auch so eine eintägige Reifephase haben? Wenn ja, muss man da ja keine Rücksicht drauf nehmen. So, jetzt Ernte. Sehr gut. Ernte. Oh, ich hätte mehr Kisten müssen, kaufen müssen. Stellen wir die Kiste hier erstmal daneben. Das hätte ich eigentlich bedenken können, weil gestern war die Kiste ja schon mit 3 Pflanzen voll. Nun ja. Dann ist es also letztens eigentlich ein Kistenkaufspiel. So. Gut. Tomatenpflanzen. Greifen wir die mal und packen das hier aus. So. Auspacken. So. Da, ja. Platz drehen, stornieren. Jawohl. Gut. So. Da rein. So. Ich habe noch mal geguckt und dieses Spiel scheint kein Early Access Spiel zu sein, sondern eine volle Release-Version. Und ja, ich frage mich, ob es noch erheblich mehr zu Spielinhalte gibt, als diese verschiedenen Pflanzenarten, die als Pflanzenbabys alle gleich aussehen. Ja, man kann wohl einen Gemüseladen auch kaufen. Das ist dann natürlich schon noch ein verändertes Gameplay. So. Aber es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre das eigentlich nur eine Demo-Version hier. Auch, dass man anscheinend nur an einer Stelle was zu essen kriegt, das finde ich ja auch ein bisschen popelig. So, und jetzt müssen wir nicht gepflanzt. Wie pflanzt man denn nochmal? Ah, mit F, okay. Gut, na gut. Das hätte ich auch gleich machen können. Irgendwie habe ich vergessen, dass man hier mit F die pflanzt.
Aber so geht's jetzt recht flott. Vielleicht schaffe ich es ja noch, die alle zu pflanzen, bevor es wieder zu dunkel wird. Und ich muss ja dann auch noch gießen und düngen. So. Okay. So. Wie würdet ihr euch denn ein gutes Gärtnerspiel vorstellen? So, ist es voll? Ich glaube nicht. So. Also wie wären da zum Beispiel die Pflanzvorgänge? Das ist nicht das, was ich will. Sorry. F. Ja. F ist Wasseranlage. Sehr gut. So. Neues Wasser holen. Also bei einem Spiel mit Gärtnern als Hauptthema würde ich mir so die Beetbearbeitung und das Pflanzen und dann vielleicht das Unkraut jäten und so noch etwas komplexer vorstellen. Ich meine, es gibt viele solche, ja, Handyspielartigen Spiele, wo das ja so ähnlich ist wie hier, dass man halt mit einer Bewegung pflanzt und dann wird noch gegossen. Ja, düngen, das ist dann schon die Higher Priesthood. So. Immerhin muss man hier ja auch düngen. Aber hier nimmt halt der Verkaufsvorgang relativ viel Zeit in Anspruch. So. Okay. Dann können wir die wieder abstellen. Und dann wird noch gedüngt. Das kann jetzt natürlich auch passieren, dass der Dünger sogar ein bisschen knapp wird. So. Oh ja, der Dünger wird knapp. Weil ich ja viel mehr Pflanzen zu düngen habe. Gut, dann muss ich also morgen auch noch neuen Dünger kaufen. Tja, seht ihr mal. Ich denke schon an morgen. Aber dass das Fahren erträglicher geworden ist, macht mir das ganze Spiel auch erträglicher. Ich finde zwar immer noch, dass die Landschaft irgendwie abschreckend aussieht, statt schön, obwohl das ja eine wunderschöne Gegend ist eigentlich. So eine Berge und Wälder, also Bäume drumherum und so. Das könnte so schön sein, dass man sagt, oh, hier ist schön, aber es sieht irgendwie so grottig aus. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt die Grafikqualität. Tja, und die müssen leider ohne Dünger auskommen. Sondern die, sagen wir mal, nicht so liebevolle Umsetzung. Von der Grafikqualität ist das ja eigentlich nicht schlechter als Medieval Dynasty. Aber bei Medieval Dynasty, da war ich immer so, wenn ich da lang gegangen bin, so, ach, wie ist das schön und hier möchte ich jetzt sein und spazieren gehen und so. Und, oh, ich muss mal. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Hier schreckt mich die Landschaft eher ab. Und das finde ich schon auch sehr interessant. Und guck mal, hier haben sie sich doch eigentlich viel Mühe gegeben. In
LS kann man jetzt nicht mal mehr in die Farmhäuser rein. So. Also in manchen Aspekten ist es fast besser als der LS. Aber ja, obwohl man dem LS viel schlechte Grafik vorwirft, ist er doch liebevoller gemacht, so was die Landschaft angeht, als dieses hier. Also so ganz gemischte Gefühle habe ich hier. Aber ich denke mal, ich werde hier einfach noch ein paar Folgen weiterspielen. Und dann schauen wir auch mal, wie euch das so Spaß macht. Wenn ihr das wieder so eifrig guckt, wie die erste Folge, dann werde ich es wohl ein paar Folgen lang spielen. Okay, jetzt gehe ich mal schlafen. Gut, das mache ich hier vielleicht mal. Ich wollte gerade sagen, gehe ich mit euch zusammen schlafen. Also, damit ihr seht, wie das aussieht, wenn man hier schläft. Jo, gehen Sie ins Restaurant, wenn Sie hungrig sind, steht da. Ja, okay. Das war's dann mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.